Hallo, liebe MeisterInnen des Universums. Heute möchte ich euch eine Wiki-Software vorstellen. Wiki kennt ihr wahrscheinlich zum Beispiel von der Wikipedia oder auch von anderen Lösungen. Dazu kommt natürlich eine Software zum Einsatz. Bei der Wikipedia ist das die Software MediaWiki. Ihr habt aber vielleicht auch schon mal von DokuWiki oder von anderen Lösungen gehört. Ein Wiki eignet sich sehr gut, um Informationen strukturiert aufzuschreiben. Ihr könnt die einzelnen Dokumente miteinander verlinken und so einen Wissensstamm aufbauen. Zum Beispiel, um eure Doku zur Linux-Konfiguration zu pflegen oder aber auch um Kontaktdatenbanken oder vieles mehr aufzubauen. Heute zeige ich euch eine Software, die diese Wiki-Funktionalität auf eine ganz einfache Art und Weise für euch realisiert. Und zwar hast du dann dein eigenes Wiki bei dir zu Hause und kannst es trotzdem auch noch mit deinem Android-Telefon synchronisieren. Die Software, die ich euch vorstellen möchte, die heißt MeisterWiki. MeisterWiki heißt Meister, ist Meister in Bayerisch, denn der Entwickler, der Herbert, der kommt aus dem schönen Bayern. MeisterWiki ist ganz einfach gehalten und ich zeige dir jetzt ganz genau, wie du das auf deinem Linux-System installieren kannst. Ich habe hier wie üblich ein Linux-System aus der SpaceFun-Welt im Einsatz, nämlich TuxWiz in der Stable-Variante. Das Ganze funktioniert aber auch auf allen anderen Debian-basierten Linuxen. Und es gibt sogar Anleitungen für Linux-Systeme, wenn du kein Debian verwendest. Als allererstes benötigen wir mal die sogenannte Server-Komponente. Der Server ist eigentlich das, was bei dir auf deinem Computer läuft und das Wiki darstellt. Das kann dein ganz normaler Desktop-PC sein. Es heißt einfach nur Server, weil er auch das Wiki in deinem gesamten Netzwerk anbieten kann. Dazu gehe ich hier auf die Webseite des Projekts moasterwiki.net und kann dann hier im Bereich Herunterladen direkt schon mal auf den Punkt Lies mich Datei des Servers klicken. Dort öffnet sich dann das Git-Repository des Projektes und dort wird genau beschrieben, wie die Einrichtung funktioniert und das möchten wir jetzt auch mal gemeinsam hier durchführen. Dazu öffne ich jetzt hier mal diese Webseite, MeisterWiki Server im Git und dann schauen wir mal, wie das Ganze hier funktioniert. Ich mache euch das ein bisschen größer, damit wir das auch gut lesen können. Hier schaue ich mir jetzt als allererstes mal die Installationsanleitung an. Die Installationsanleitung findet ihr hier auf der Lies mich Datei des Servers und dort findet ihr hier diesen Bereich on Debian Ubuntu. Als allererstes müssen wir erstmal den Repository Signing Keyring herunterladen. Da sage ich jetzt hier Ziel speichern unter, speichere den direkt bei mir in meinem Home-Verzeichnis, das ist jetzt hier HomeTux. Dann muss ich den Key an die richtige Stelle kopieren. Das kann ich hier mit diesem Befehl, das muss ich als Root machen, denn ich muss den Key natürlich in das System hier unter User Share Keyrings kopieren. Also sudo copy dann den Keyring nach User Share Keyrings. Hier werde ich natürlich nach meinem Passwort gefragt, denn es ist eine Aktion, die ich als Root ausführe. Dann kann ich jetzt hier diese Repository-Definition herunterladen. Da sage ich auch wieder Ziel speichern unter, sage hier speichern und dann liegt es schon bei mir im Home. Das Ganze kann ich dann auch wieder kopieren, nämlich an die richtige Stelle. Das ist hier diese MeisterWiki-Repository.list und die kopiere ich mir hier nach etc-app-sources-list.d. Das habt ihr vielleicht schon mal in anderen Videos von mir gesehen. Damit ist das jetzt erledigt und hier sagt er jetzt, eigentlich sollte ich jetzt direkt mit der Installation beginnen. Allerdings muss ich jetzt hier natürlich, weil es ein Debian-System ist, erstmal die Repository-Metadaten aktualisieren. Dazu gebe ich den Befehl sudo apt-update ein. Jetzt wird hier das Repository aktualisiert und dann kann ich auch das MeisterWiki installieren. Und zwar mit dem Befehl sudo apt-install MeisterWiki. Ja, das bestätige ich jetzt mit Ja. Und jetzt wird hier im Hintergrund MeisterWiki bereits installiert. Standardmäßig läuft das Wiki nur bei dir auf dem Localhost. Du kannst es dann über den Browser öffnen, also es ist ja eine Webanwendung, und dann damit darauf zugreifen. Ich zeige dir aber auch gleich, wie du es dann in deinem Netz verfügbar machen kannst und dann auch mit einem Android synchronisieren kannst.
Also jetzt gehe ich hier erstmal hier wie beschrieben auf diese URL. Er hat diese Software jetzt im Hintergrund bereits installiert und auch einen Service-File, moasterwiki.service für systemd, angelegt und den Dienst sogar schon gestartet. Ich kann jetzt also schauen, ob der hier läuft, HTTP Localhost. Und dann ist hier hinten noch der Port dran, das ist der Standardport für das moasterwiki und das wäre der 11080. Hier sehen wir jetzt schon das Wiki, so wie es jetzt sich erstmal für uns darstellt. Und jetzt kann man hier zum Beispiel auch schon anfangen, die Seite direkt zu editieren. Und hier seht ihr, das ist der Editor. Das Wiki hat eine eigene Syntax. Die könnt ihr hier in der Hilfe auch nachlesen. Und dann könnt ihr genau anschauen, wie dieses Editieren denn tatsächlich funktioniert. Hier in der Hilfe findet ihr die ganze Syntaxübersicht. Und da wird genau beschrieben, wie zum Beispiel eine Überschrift erstellt wird. Also einfach eine Gleichheitszeichen, dann die Überschrift. Überschrift 2, 2 Gleichheitszeichen. Aufzählung mit Sternchen, Raute für Nummerierung, Kursiv, Fett, Unterstrichen und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch einmal aneignen, diese Formatierungsrichtlinien, und dann wisst ihr ganz genau, wie das geht. Hier in der Hilfe gibt es aber auch noch ein paar andere Sachen zu sehen, nämlich zum Beispiel auch die Konfiguration. Denn die Konfiguration von dem MoasterWiki lässt sich direkt im Wiki bearbeiten. Dazu klicke ich hier auf Config, also Konfiguration Config, und das ist die Config für den Server. Hier könnte ich zum Beispiel auch mal die Startseite einstellen. Das ist jetzt hier die Startseite, die ist standardmäßig als Startseite eingestellt. Und hier könnte ich jetzt auch noch einstellen, dass der Server auch über das Netzwerk erreichbar sein soll. Da sage ich hier Authentication.onlyLocalhost auf False. Sage hier Speichern. Jetzt muss ich auch, wie hier beschrieben, natürlich einmal den Wiki-Server neu starten. Das kann ich hier unter einem Debian-basierten System eben mit dem erwähnten systemd-service. Dazu gebe ich ein sudo systemctl restart und dann moasterwiki.service oder einfach nur moasterwiki, das reicht auch schon. Jetzt hat er das hier neu gestartet und damit ist die Änderung auch schon aktiv. Was hier in der Hilfe auch noch toll ist, ist, ihr müsst euch das wirklich mal durchlesen, da wird wirklich alles im Detail ganz genau beschrieben. Und hier findet ihr auch zum Beispiel eine Testseite, in der ihr einfach mal rumspielen könnt. Ich könnte die Seite zum Beispiel mal hier über den Punkt Seite editieren, könnt ihr immer editieren und da könnt ihr zum Beispiel die Syntax dann einfach mal ausprobieren. Und da sage ich jetzt hier meine Überschrift. Sag Speichern und dann könnt ihr direkt sehen, hier ist jetzt meine Überschrift schon reingekommen. Ihr könntet das jetzt auch nochmal einrücken als zweite Überschrift und dann seht ihr, da ändert sich dann schon der Stil. Hier ist es jetzt so dargestellt. Und hier habt ihr dann noch die Möglichkeit, die App einzurichten. Für die App gibt es auch nochmal eine eigene Config, da könnt ihr eine eigene Startseite einrichten, das ist standardmäßig Startseite App. Ich sage aber gerne, ich möchte auf der App dann halt auch die normale Startseite haben. Dann habe ich einen Ausgangspunkt, von dem aus ich mein Wiki aufbauen kann. Ich sage hier also Startseite und sage Speichern und kann danach den Dienst auch nochmal kurz neu starten. Jetzt können wir uns mal anschauen, wie diese App denn tatsächlich aussieht. Ihr müsst bedenken, die App ist eigentlich nur eine Synchronisation. Auf der App könnt ihr das Wiki nicht wirklich bearbeiten, also es hat keine Editierfunktion. Aber ihr könnt die Informationen, die ihr hier in eurem Wiki pflegt, über die App jederzeit abrufen. Und wie das genau geht, das zeige ich euch jetzt hier einmal genau. Und zwar gibt es diese MoasterWiki-App zum Beispiel im F-Droid. Ihr könnt die aber auch zum Beispiel aus dem Aurora Store, das ist so ein gesicherterer Zugang auf den Google Play Store, falls ihr unbedingt den Play Store verwenden müsst, könnt ihr das nehmen. Oder ansonsten empfehle ich euch, F-Droid zu nutzen. Und dazu habe ich auch ein eigenes Video gemacht. Guckt euch das unbedingt an, wie ihr F-Droid auf eurem Android-Telefon installieren könnt. F-Droid ist ein App-Store für freie Software für Android. Und wenn wir das dann gemacht haben, also dann können wir uns das gerade mal auch direkt auf dem Handy mal anschauen. Ich blende das mal gerade ein. Hier ist jetzt dann, sollte dann mein Handy gleich sichtbar sein. So, da ist es schon. Und jetzt kann ich hier auf meinem Handy zum Beispiel mal schauen, wie das Ganze dann aussieht. Und dazu könnte ich jetzt mal hier im Handy F-Droid aufrufen. Dazu gehe ich jetzt mal hier hoch, suche jetzt die App F-Droid. Und kann jetzt im F-Droid mal nach dieser App suchen. Dazu gebe ich
da Wiki-App, da ist es schon. Ich sage hier herunterladen und kann die App dann schon öffnen. Hier ist die App und da muss ich erstmal natürlich den Server einstellen und dazu muss ich einige Informationen haben. Nämlich hier muss der Hostname des Servers angegeben werden. Und den schauen wir uns jetzt gerade nochmal genau an, wo wir den rausfinden, weil den wissen wir ja im Augenblick noch nicht. Ich schalte dazu nochmal eben auf mein MoisterWiki. Hier ist mein Server, also mein TuxWiz-System. Und da kann ich jetzt mal schauen, wie dieser Hostname eigentlich heißt. Entweder kannst du dazu den Befehl Hostname eingeben. Das wäre jetzt hier einfach nur Linux. Oder Hostname minus groß i. Und dann zeigt er dir die IP-Adresse dieses Systems an. Und zwar, das ist hier jetzt bei mir 192.168.1.157. Und ich möchte jetzt in dem Augenblick auch mal über die IP-Adresse auf mein MoisterWiki zugreifen. Das kann ich dann jetzt hier wieder in meinem Android konfigurieren. Und zwar kann ich hier den Hostnamen entsprechend angeben. 192.168.1.157. Ich sage jetzt hier OK. Jetzt versucht er dann auf dieses Wiki zuzugreifen. Das kann er im Augenblick aber noch nicht, weil wir müssen diesen Eintrag erst noch freischalten. Standardmäßig ist das nicht aktiviert. Dazu kann ich wieder auf meinem Wiki gehen. Ich schalte wieder um. Hier bin ich jetzt wieder in meinem Wiki drin. Ich gehe jetzt auf meinem Wiki, gehe jetzt hier in die Hilfe und dann gibt es da auch den Punkt Synchronisierung. Und hier sehe ich jetzt, oh, hier ist jetzt mein Google Pixel angekommen und er fragt mich jetzt, ob ich den Zugriff darauf erlauben möchte. Also es ist nicht standardmäßig offen. Ihr müsst wirklich das erst hier noch freischalten. Ich sage jetzt hier natürlich erlauben, denn ich möchte ja, dass mein Wiki auch auf meinem Android synchronisiert wird. Dann können wir das Ganze jetzt hier auf dem Android nochmal probieren. Und jetzt versucht er hier das Wiki auch schon herunterzuladen. Und du siehst jetzt hier, jetzt hast du hier dein Wiki bei dir in der Hosentasche für unterwegs immer dabei. Und du kannst hier natürlich jederzeit die Informationen, die du hier in deinem Wiki gepflegt hast, anschauen. Und du hast immer Zugriff auf die Daten seit der letzten Synchronisation. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie du das nutzen kannst und wie du dein Wiki halt auch pflegen kannst, was du daran machen kannst. Die Möglichkeiten sind also wirklich unendlich. Hier kannst du zum Beispiel auch Kontakte und Termine pflegen und die sogar dann auch in deine App synchronisieren, zum Beispiel in deinen Terminkalender. Das bietet diese App auch an. Du kannst hier zum Beispiel Aufgaben erstellen, du kannst Terminlisten oder Geburtstagslisten pflegen oder halt zum Beispiel so Kontakttabellen und hast dann deine Kontakte, also deine Freunde und deine Familie direkt hier im Wiki zugänglich gepflegt. Und das Ganze natürlich dann auch synchronisiert auf dein Android-Telefon. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Nachbauen von dem MoisterWiki. Ich finde es wirklich eine ganz tolle Sache. Falls du da irgendwo mal nicht weiterkommen solltest, dann kann ich dir empfehlen, besuche auf jeden Fall unsere Community auf spacefun.ch. Kannst du hier auf den Punkt Community klicken und dann kannst du das entweder einscannen, hier diesen QR-Code oder einfach auf Telegram gehen und dann bist du schon bei uns in unserer Telegram-Gruppe dabei. Dort helfen wir dir sicherlich gerne weiter, falls du an irgendeiner Stelle nicht weiterkommen solltest. Oder du kannst dich auch einfach nur mit uns über Linux und freie Software dort austauschen. Ich würde mich freuen, wenn du uns dort besuchst und wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen von dieser tollen Wiki-Software. Bis bald. Tschüss.